Wir wollen natürlich euch nicht alleine lassen in der schwierigen Zeit und deshalb haben wir jetzt technische Hürden überwunden und machen jetzt hier Aufzeichnungen. Jetzt, wo schon alle Videostreaming-Dienste hast gelesen, alles wird gedrosselt jetzt. Ja. Da verwenden wir jetzt unsere letzten Reserven an Datenbits, die verwenden wir jetzt für euch, damit ihr auch jetzt in diesen Zeiten nicht auf ein Beer-Tasting-Video verzichten müsst. Und wir haben was heute dabei, Ralf? Oh, ich zeig's mal gleich in die Kamera. Wir haben einen Warsteiner ergattert. Zwei dumme Eingedanke, ne? Wie wir beide losgestochen sind, oder? Im Getränkemarkt. Ja. Was müssen wir testen? Unabhängig voneinander natürlich das gekauft, weil es jetzt neu auf den Markt gekommen ist. Es Anfang sieht fast aus wie das normale Warsteiner, aber es ist die Brewers Gold Edition. Was ist das? Hast du was recherchieren können? Ja, also jetzt pass auf. Die wollten auf diesen neuen, in Anführungszeichen, Craft-Bier-Markt, ne, wollten sie mit aufspringen, weil die haben schon seit 6 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, nichts Neues, Alkoholhaltiges mehr auf den Markt gebracht. Dann haben sie gedacht, sie müssen jetzt mal ein bisschen, weil die haben ja mehrere 100 Millionen Euro Umsatz, ich glaube so 400 bis 500 Millionen, muss man natürlich ein bisschen mehr machen jetzt wieder. Und jetzt pass auf, und dann hat dieser Typ, der ist dann für die, muss ich kurz nachschauen, Wendler, glaube ich, oder Wendel heißt der, hat dann gemeint, wir haben unser Naturtrübes... Wendler, dieser Schlagersänger? Na, warte mal, wie heißt ich? Ich habe den vorhin irgendwo gelesen, ich habe es vergessen, ist egal. Ist nicht der Wendler, oh Gott. Auf jeden Fall, ich zitiere, unser naturtrübes Bier ist bewusst modern gestaltet. Ey, sorry, entweder sind die Leute von heute... Die meinen doch nicht die Etikette, die meinen das Bier an sich, oder? Unser naturtrübes Bier ist bewusst modern gestaltet und verzichtet auf brauhistorische Rückblicke. Auf brauhistorische was? Bier? Rückblicke? Ja, so halt. Wendel heißt er, nicht Wendler. Wie... Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist klar, ist das nicht auf die Etikette bezogen. Ich glaube, das ist aufs Bier. Aber wie kann man ein Bier... na gut, ja. Weiter. So bediene man die steigende Nachfrage nach naturtrüben Bieren und erreiche eine jüngere Zielgruppe. Also mit dem Etikett, never. Mit dem Bier, müssen wir mal schauen. Ja gut, Etikett hin oder her. Da haben wir ja auch festgestellt, dass es für uns keine große Rolle spielt. Aber die steigende Nachfrage nach naturtrüben Bieren, das können wir bestätigen. Da sind wir hoffentlich auch ein Stück weit mit in unserer Blase dran schuld, weil wir natürlich schon auch das gutheißen, naturtrübes Bier. Ist ja unser Favorite eigentlich sogar, ne? Weil da die guten Sachen noch drin sind. Yo, das Brewers Gold, ja. Also angeblich soll es karamellig mit Honignoten sein. Und der Aromahopfen, der macht dann so einen würzig-fruchtigen Geschmack. Und so der Hopfen heißt auch Brewers Gold Hopfen. Genau. Ah ja. Das ist vielleicht ein Import, das könnte sein, aus Amerika oder so. Wir wissen es nicht genau. Nee, ich habe gelesen, aber ich habe nichts gefunden. Was, ich weiß es nicht. Brewers Gold, deswegen heißt es wahrscheinlich auch, das muss was Amerikanisches oder sonst was sein. Brauers Gold. Ich meine, Brauers Gold, das könnte ja auch, also ich meine, das könnte auch irgendein Sexfetisch sein, wenn du mich fragst unter Brauern. Apfelteufel, du alte Wildsau. Also. Oh nee, hey, das Bild kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja, Entschuldigung. Ich hole mir mal einen Flaschenöffner. Was nehme ich denn da heute? Super. Die Scheiße. Ich habe den hier. Captain Mike. Ja, den hab ich mal beim Segeln von meinen Schülern zum Geburtstag bekommen. Für mich ist es immer noch eher so ein Eiskonfekt. So ein Eis-Sandy-Mac. Weißt du, dass das hier logistisch ein weniger Scheiß ist, wenn man keinen Tisch hat? Das ist. Wie, wo hockst denn du eigentlich? Hast du einen Bauscheinwerfer im Gesicht? Nein, das sind die Deckenstrahler hier von meinem Spitzboden. Okay, die machen ganz schön harte Kanten da. In der harte Kante.
Wäre ich gern. Oh. Nein, nein, nein. Ich weiß schon, was du kannst und was du bist. Ich kann das genauso bestätigen. Du bist der härteste Typ, den ich kenne. Ja, genau. Ja. Bin ein Memme, aber ganz ein harte. So. Oh. Also naturtrüb ist es, auf jeden Fall schon mal. Ja, aber erst, wenn man den letzten Rest reinfeuert. Das war bei mir jetzt so. Das war am Anfang noch relativ klar. Echt? Also, ja, kann ich. Passt. Schöner Schaum auf jeden Fall. Ja. Schaum ist gut. Das ist echt klasse. Und es hat so ein bisschen den Geruch von kandierter Frucht oder so. Also so eine, nicht die Frucht, sondern, was ist denn das? Wie so eine, wie ein rotes Gummibärchen, finde ich übrigens. Ja. Da, wo es drinnen schwimmt. So der Sirupartige, ne? Ich finde, das hat fast schon irgendwas Süßes. Ja, so eine, ja, wie von, oder wenn du an der, was ist denn das für ein, wenn das ein Trockenobst, so eine süße Dattel oder so eine Aprikose, also nicht den fruchtigen Teil, sondern den zuckrigen Teil daran. Ganz schwer zu beschreiben für mich gerade noch, was das riecht. Na, jetzt kommen ein bisschen Karamellnoten durch, ganz klein wenig. Aber ich glaube, mit der Feige bist du voll echt nah dran. Das ist, wenn du in so einen Kasten, wo so getrocknete Feigen drinnen liegt, das könnte sein. Geil. Bin gespannt. Also Warsteiner, die versucht natürlich auch, da ein bisschen was abzubekommen von dem Kuchen. Wir hatten übrigens vom Warsteiner das Warsteiner Weihnachtsbier. Und oh, das war saulecker. Das kann ich sehr empfehlen. 4,5 hat es, glaube ich, bekommen von 5. Das war interessant. Hätte ich nicht gedacht. Das hat uns beide überrascht. Schauen wir mal, ob die Überraschung bei dem hier genauso groß ist. Prost. Ist ein Prost. Ich traue mich nicht. Am Schluss verschütte ich was. Also wir haben hier ein normales Vollbier übrigens, 5,2% Alkoholvolumen, 12 Bittereinheiten, also nicht viel. 12,4% Stammwürze. Und haben naturtrübes Vollbier einfach. Ich suche gerade noch ein bisschen. Ich hatte jetzt gerade so, das war so im ersten Moment ganz cool, dann hat mich das irgendwas gestört und ich glaube, das war die Verperlung. Die war mir dann in dem Moment so dominant und hat das Vollmundige irgendwie so zerschreddert. Weißt du, was ich meine? Kann ich genauso bestätigen. Mein erster Impuls ist, das hier zu machen die ganze Zeit, damit ein bisschen die Karbonisierung rausgeht. Da habe ich das falsche Glas. Weil es ist sehr, wenn ich mir das angucke, also du hast hier einen wunderschönen Kranz an kleinen, feinen Blubberbläschen. Bei mir ist der Gardine, Schaum so. Gardine, wie wir jetzt gelernt haben, heißt ja, das. Ja, danke, Pascal. Aber ich kann da nicht Gardine dazu sagen. Das geht, nee. Das geht für mich nicht. Das kann ich nicht machen. Ich muss einfach sagen, Trinkkranz. Weil immer der Kranz bleibt, wo man getrunken hat. Ich finde das halt ein englisches Wort dafür. Du bist so ein Fan. Was heißt denn Gardine auf Englisch? Mache ich jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt keine englischen Wörter mehr. Weil ich möchte ja dich nicht verärgern. Du verärgerst mich da nicht. Ja. Also, das ist. Also, es ist ja, echt besser, ist wenn man noch. Das ein bisschen raus, wenn man das ein bisschen rausschüttelt, wird es besser. Dann hast du, das ist jetzt mein Eindruck, du hast das, was du von einem. Weißt du, von einem schönen, vollmundigen Kellerbier jetzt, wenn du das nimmst und nimmst von der Vollmundigkeit und der Ausgewogenheit und dem ganzen, allem Guten, was du von einem tollen Kellerbier hast und nimmst davon jetzt ein Drittel, das ist das. Das ist von allem ein bisschen weniger, oder? Zu wenig vielleicht sogar. Was mir hinten aus auch fehlt, also da, ich finde, es hat so eine
einen säurewürzigen Abgang. Und ich mag das eigentlich lieber, wenn es so richtig schön würzig hinten rausrumst, ne, bei so einem Naturtrüben. Mhm. Aber das ist dann eher das, und was echt, ich habe es jetzt nicht aufgeschüttelt, das perlt wie die Sau, das stichelt richtig. Das ist eigentlich schade, das macht viel kaputt, weil das hat nämlich sonst einen guten Geschmack. Mhm. Okay. Also wir müssten es echt schütteln oder neidplumpsen lassen. Und im Abgang hat man schon eine, insgesamt finde ich, ist eine deutliche Brotigkeit da in dem ganzen Bier. Mhm. Aber in allem relativ harmlos. Das kann natürlich die Drinkability für die Masse steht da im Vordergrund. Ja, genau. Kann natürlich jetzt wieder Absicht sein, dass man sagt so, ja, komm, lass es uns nicht zu krass machen, weil ne, wir wollen ja niemanden abschrecken damit. Soll ich nochmal zitieren? Bitte. Mit Warsteiner Brewers Gold fallen wir auf, nicht nur im Regal, sondern auch im Geschmack. Die bernsteinfarbene Bierspezialität ist unsere Antwort auf den stetigen Konsumentenwunsch nach süffigen, naturtrüben Bier. Also das kommt dem schon nach, weil die breite Masse wird es mögen. Da bin ich mir sicher. Es ist kein schlechtes Bier, muss ich jetzt sagen. Nö. Ich finde, wenn jetzt, wo findet man Warsteiner, Bitburger und Jever? Das findest du bei Caterern zum Beispiel immer wieder oder bei so Veranstaltungsverköstigungen oder Veranstaltungsgastronomie, da ist es ganz oft auch zu treffen. Und wenn jetzt da dieses Bier als Alternative zu einem Warsteiner Pils wäre, würde ich getrost, problemlos drauf zugreifen können und würde sagen, okay, war kein schlechtes Bier. Ja, bin ich bei dir. Ja. Aber ansonsten für alle, die sich ein bisschen auskennen und die natürlich wissen, wie ein schönes naturtrübes Kellerbier auch also sonst davon so, ist es weit weg. In die Breite gehen kann, das hält sich absichtlich ein bisschen schmalbrünstig. Oder eben wirtschaftlich brünstig. Schmalbrünstig. Schmalbrünstig? Ja. Hast du das jetzt gesagt? Schmalbrünstig. Ja, hab ich brünstig gesagt? Ja. Solange ich nicht brünftig sage. Es kann natürlich sein, dass das eine wirtschaftliche Absicht ist, wollte ich damit nur sagen. Das kann auch sein. Oder einfach ein bisschen so in die harmlosere Schiene gehen, um mehr Publikum zu kriegen. Oder beides. Ne? Kann natürlich gut sein, dass beides eine Rolle spielt dabei. Also es soll schon richtig auf dem Markt so geschwemmt werden. Ne? Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, sie machen sie in den kleinen Flaschen. Es gibt aber als Kasten mit 0,5 und sie verkaufen es in der Gastronomie mit 30 Liter, diesen Keck-Fässern. Also die wollen schon was platzieren. Das ist quasi, das ist quasi keine Ausnahme oder Special, sondern sie wollen da richtig was jetzt platzieren. Aber warum nenne ich es denn dann Brewer's Gold? Das ist doch ein total unangenehmer... Also Brewer's Gold ist... Oh, ob das jetzt Brauergold oder Braubrunse oder wie auch immer heißt. Aber es fehlt irgendwie so der Kickname. Nee, ich finde der Name, der steht für mich für Spezialbier. Ausnahmsweise mal gerade Special. Machen sie ja öfters, oder? Was hatten die neulich mal? Aber sie nennen es ja auch eine neue Bierspezialität. Ja, aber dann nenne ich es doch irgendwie zum Beispiel Warsteiner Kellergold. Das wäre was gewesen. Ja? Das stimmt. Das hätte man machen können. Würde jeder sofort irgendwie, das ist deftig, das ist ein wenig zünftig, das ist was zum Anfassen. Aber Brewer's Gold oder auch Braugold, das wäre mir wurscht, das passt nicht. Leute, Warstein, der Wendel muss entlassen werden. Ja, Markus Wendel. Habt ihr was falsch gemacht? Naja, der ist doch nicht da. Ist das der Marketingleiter? Nee. Marketing Director. Der nennt sich ja nicht Marketingleiter. Was? Director ist der? Ja, Marketing Director. Ja, das ist der Marketing Director, ist der. Genau, der Wendel. Jetzt vorhin falsch verstanden. Ja, aber dann, Herr Wendel. Also jetzt der Aufruf. So. Auf ein Wort, Herr Wendel. Herr Wendel. Die Idee, die ist wahrnehmbar. Aber die Namensgebung, Herr Wendel. Das ist einfach, das rollt einfach nicht über die Zunge. Das will nicht wirklich
man will das nicht wirklich aussprechen, weil es schwerfällig ist. Erstens ist Brewers ist schon nicht so leicht. Und Gold, ja, doch, ab 1,5 Promille. Ab 1,5 Promille. Und Gold, müsste ja Gold sein, sagt auch kein Mensch dann. Also ist es eine Mischung aus Brewers Gold. was irgendwie nicht richtig cool klingt. Aber wenn es jetzt ganz bei uns Kellergold, Franken klingt es schon ganz gut. Warsteiners Kellergold. Das wäre eine Geschichte, ja? Die Bierprobierer präsentieren Warsteiners Kellergold. Also wir könnten drüber reden, über die Namensabtretung. Ja. Und, du kriegst auch auf jeden Fall, du musst es dann sprechen. Ich möchte bitte die Rechte für den Werbespot dann haben. Also ja, den Einsprecher. Ja, das muss aber schon mega erotisch sein, ne? Was schon. Warte, das geht. Achtung, ich mach's jetzt super erotisch. Warsteiners Kellergold. Endlich gutes Bier. Da also, jagt ein paar Mädels die Gänsehaut rauf und runter. Herr Weller, Herr Wendler, Wendel? Wendel. Entschuldigung, Herr Wendel, es war jetzt nicht bösartig gemeint. Herr Wendel, ernsthaft? Nochmal drüber nachdenken, ist natürlich jetzt schwierig, ne? Bei so einem Konzern wie Warsteiner. Jetzt pass auf, lass uns mal überlegen. Was macht so ein Konzern, wenn er einfach eine Fehlentscheidung getroffen hat? Also wie jetzt in dem Fall, die Namensgebung, Fehlentscheidung. Kann passieren, ist nicht schlimm, kann passieren. Aber was machen die dann? Wie gehen die vor? Ich meine, du musst dir jetzt mal vorstellen, tausende, Millionen von Produktabbildungen überall schon gedruckt, im keine Ahnung, von wahrscheinlich Fassadengroßen bis hin zu kleinen Flyern, überall. Außerdem hat man eine Werbeagentur, eine Grafikagentur mit einen Haufen Geld gegeben, damit sie sich so einen tollen Schriftzug ausdenken. Aber was macht man jetzt? Also ich bin mir ganz sicher, weißt du, wie die das machen? Die werden mir jetzt wieder einsehen, weil die sehen dich und dein Video und dann werden die das einsehen und dann wie bei so Wahlplakaten kommt dann das so drüber, so zack, der neue Name auf Empfehlung der Bierprobierer. Also, ja, aber muss ja gar nicht, aber das wäre natürlich das könnte man natürlich ausschlachten als Marketing. Freddy, sorry, we failed. Sollen sie es halt auf Englisch dann machen? Nein, das geht gar nicht. Also, Ralf. Ja. Aber das könnte, wir, das könnte sagen, man wir ja, haben einen Fehler gemacht. Das könnte man ja wirklich. Wie wäre es, wenn ihr jetzt euren Fail, wenn ihr euren Fail jetzt umwandeln würdet in eine zweite Marketingstrategie? Nämlich quasi zu sagen, den öffentlich so richtig das richtig mit einem wie mit so einem gelben Textmarker anmarkern und sagen, das ist ein Fehler gewesen und genau, wir hauen jetzt so richtig drauf auf den Fehler und wir stehen dazu, ja, was vermittelt das Ganze nämlich? Authentizität und Ehrlichkeit in der Branche, also in der Großindustriebierbranche sowieso hart immer, deswegen Authentizität, Eingeständnis und immer so dieses Ding, wir wollen besser werden. Immer so dieses Gefühl von nach vorne. Ja? Aber das kommt nur gut, wenn du das sprichst. Okay, ich probiere es. Ja. Ich probiere, ob Warsteiner mich dafür nimmt. Ich probiere es aus. Ja? Ja, genau, du schickst jetzt einfach unser Video hin. Das brauche ich da nicht hinschicken. Die schauen doch sowieso jedes Video von uns an. Das stimmt, ja. Ah, ich vergaß. Also, der Herr Wendel ist ein Fan, der hat ja uns geliked und der followed uns, ne? Macht er? Das wäre echt geil von ihm. Nee, Disclaimer, weder gesponsert noch in sonstiger Form, in irgendeiner Form unterstützt dieser Test. Das muss man jetzt echt mal dazu sagen, ne, dass da jemand auf falsche Gedanken kommt. Aber wer weiß, vielleicht schafft es unser kleiner Biertest zum Herrn Wendel, dem ist ja quasi vielleicht auch wurscht, wie das Bier schmeckt, ne? Aber für den Rest. Ja, vielleicht müssen wir es an die Chefin schicken. An die Kramer. An die Katharina. Kennst du die Katharina? Nein, ich habe es bloß gelesen.
dass die so heißt. Komm, das schickst ihr. Das machst du mal, weil wenn du das machst, dann funktioniert es meistens besser. Also, unser Fazit. Los, Ralf. Unser Fazit, ein... Fang du an. Also ich würde sagen, schon eine durchaus gelungene Produktplatzierung, geschmacklich, weil es die breite Masse trifft. Ich hätte mir mehr Mut gewünscht, gerade beim Geschmack, dass das ein bisschen mehr Power hat, weniger Karbonisierung, und hinten raus hätte ich gern mehr Würze gehabt und ein bisschen Frucht noch. Das war mir alles zu Mainstream, würde ich jetzt mal sagen. Aber den Leuten wird es schmecken, es ist ein gutes Bier. Mein Fazit ist fast genauso. Ich find's wirklich völlig in Ordnung. Da ist gar nichts falsch dran an dem Bier. Und wenn das das würde mich interessieren, vielleicht kann uns ja Warsteiner schreiben, das würde mich interessieren, war das eine wirtschaftliche oder eine wirklich so, wir wollen alle Konsumenten in der Breite abholen, Entscheidung oder beides, dass man das so aufgestellt hat, das Bier, dass man wirklich gesagt hat, ja, es muss ein bisschen, es darf das haben, brotig sein, es darf ein bisschen würzig sein, es muss irgendwie gut trinkbar sein, es hat eine Drinkability, die tatsächlich besser wird, wenn man es nicht aus der Flasche trinkt, das glaube ich. Also aus der Flasche hast du natürlich noch viel mehr diese Karbonisierung. Ich glaube, das geht durch die Nase. Glas ist wichtig. Und dann ruhig auch, es wird jetzt besser, wenn es ein bisschen steht. Also tatsächlich. Und es riecht jetzt gut. Gutes Zeichen ist. Also brotig ist es, habe ich schon gesagt. Malznoten kommen klar raus. Aber von allem halt nur ein Drittel. Also es fährt halt auf der Schmalspurschiene und das muss nicht schlecht sein. Kann Absicht sein. Und das will ich jetzt bloß hier so sagen. Deswegen, ihr seht ja die Bewertung jetzt. Die wird jetzt eingeblendet. Mensch. Ha? Ralf, wie findest du unser Special? Ich darf es ja nicht mehr sagen. Nenn es halt Virus-Special. Das ist viel besser. Ja, das Wort kann ich auch schon nicht mehr hören. Virus-Spezial. Wie wäre es mit Armageddon Edition? Oh nee, da muss man jetzt aufpassen, ne? Versteht ja, nicht jeder so viel Angst. Spaß wie wir. Das versteht auch nicht jeder so viel Spaß. Manche sagen ja tatsächlich auch, wir sind total humorlos. Echt? Was ich nur bestätigen kann. Ralf, schön war's. Ich fand das ganz lustig. Ich trinke jetzt auch mal aus und dann trinke ich noch das zweite. Hey, und Warsteiner, meldet euch. Wir haben noch viel mehr, viel geilere Ideen für euch. Leute, bleibt gesund.